Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge Beyond Good and Evil hier auf dem Kanal The Another Way of Life. Ich bin der Dre und wir spielen auf dem Nintendo GameCube, jawohl. So, wir haben unsere erste Mission angenommen. Und mal gucken, ob wir da jetzt schon hinkommen können oder ob wir erstmal Inventar öffnen. Oder ob wir erstmal das Hovercraft reparieren müssen. Da, Ziele, da war es eben. Ziele und Karten. Perlen, Decoder, Hovercraft. Verschiebe den Notgenerator, um Hovercraft wieder zu laden. Triff Mr. de Castellac auf der Schwarzen Insel. Also, das sind meine Ziele. Okay, also das Ding hier verschieben, das wird vermutlich dieses Ding hier sein. Gut, dann mal ran! Ja. Na los, du schieb mal mit hier, du fette Sau, ey. Jade, Reporting und Co. müssen. Wieso hat das nicht zu Ende geredet? Oh Gott, so wird die Batterie geladen. Bin ich der Einzige oder erinnert das noch jemand anders an Zurück an die Zukunft, die Musik? Ist das Hovercraft wieder in Ordnung? Es wird vermutlich etwas husten und spucken. Wir müssen auf jeden Fall bei der Mamago-Werkstatt vorbei. Wir brauchen einen neuen Motor. Na, super geil. Dieser Mr. de Castellac ist gerade rechtzeitig gekommen. Ja, so viel ist sicher. Diese Energie, die brauchen wir nicht spenden. Und weiter. Mal gucken. Mr. de Castellac. Okay, los geht's. Am besten, wir fahren direkt zur Mamago-Werkstatt. Okay, ich kann das Teil direkt steuern. Krass, ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Die Steuerung ist echt. Oh Gott, okay. Husten und spucken, yep. Oh Gott. Das kann ja gut werden. Hylis, glaube ich, ne? Oh Mann, Mr. Hovercraft geht's gar nicht gut. Ach, schießen kann ich auch noch, wie geil. Es muss halten, Tschu. Bis wir bei Mamago sind. Die haben, was wir brauchen. Muss ich ihn hin? Wo ist X? Hier ist X. Ich habe keinen Kompass, okay. Ich weiß nicht, wo ich hin muss. Kann ich auf diese Schiffe schießen? Sollte ich auf diese Schiffe schießen? Warte mal, ich kann auch hier auf die Karte gucken, ne? Motor, ja, Motor ist im Arsch. Schwarze Insel. Grüne Perle. Da kann man zoomen. Ja, aber ich soll doch erstmal bei den Dingsbums vorbeigucken. Ich kann doch nicht direkt jetzt zur Insel fahren, Alter. Alter, reparieren. Warte mal, ist das hier mit. Okay. Fabrik, Stadt, Schwarze Insel, Mamago, da. Ach, dann meint sie nicht X, sondern Y. Finito. Wie was? Ende. Ah, verdammte Dreckskarre. Und die Werkstatt ist nur 300 Meter entfernt. Ist ein Hovercraft. Erste Mal Platte. Bei Mamagos gibt's Ersatzteile satt. Ist die Hovercraft. Erste Mal. Hey Mann, wo ist das Problem? Ja Mann! Ich steh vor und schlepp euch zur Mamago-Werkstatt. Mamago! Sag bloß, das ist so ein Rastafari-Heigen, ey. Hey, es funktioniert. Ja, so ziehen sie die Kunden direkt ins Netz. Ja gut, wir wollten noch eh hin. Mamago. Mamago-Werkstatt. Mamago. Ich muss raus aus dieser Räucherkammer, Jay. Oh Gott. Ja, hier riecht's auch schon irgendwie nach geräucherten Speck. Das ist ja was ganz anderes. Hi, Isham. Yo, Jay. Schön, dich zu sehen. Hab mir schon Sorgen gemacht. Diese Doms-Meteore sind auch recht nah bei euch runtergekommen, oder? Kaum. Ich hoffe, ihr konntet euch in Sicherheit bringen. Und die ganzen Knirpse sind okay? Und die neue? Wie macht sie sich? Die neue. Es ging schon heiß her, aber am Ende ist alles gut ausgegangen. Danke, Isham. Übrigens, danke nochmal, dass ihr uns den Abschleppwagen geschickt habt. Kein Problem, Jade. Man muss doch seinen Nachbarn helfen, wenn sie in Not sind. Ist ja auch einer dieser Meteore runtergekommen? Ach, ich mag gar nicht daran denken. Fast das ganze Lager ist in Rauch aufgegangen. Dieser Krieg ist eine Katastrophe.
Kann ich ein bisschen bei euch einkaufen? Klar kannst du, Jay. Bedien dich. Ey, das ist ein Laden. Natürlich kannst du da einkaufen. Aber nicht vergessen, unsere Mama akzeptiert ausschließlich Perlen. Habe ich ja. Aber habe ich richtig gesehen, dass ich 6 Stück habe? S-A-K, das ist was anderes. Ah, ne, hier, Perlen, eine, okay. Hi, Jay, sieh mal, ein Dorfsmeteor hat uns ein neues Oberlicht beschert. Guck mal, da oben. Groovy, warte, da oben, wo? Das war Zoom? Ja, so. Hier war doch eben noch was. Naja, aber Oberlicht, das ist doch sowieso alles schon offen, oder nicht? Reden wir mal. Hi, Babuka? Okay. Yo, Jade, wie läuft das Geschäft? Hat Jade Reporting genug Aufträge? Es geht bergauf. Es war ein bisschen ruhig für eine Weile. Und dann kommen plötzlich 2 Missionen auf einmal. Viel Glück, Jade. Nicht zu viel Schaden durch den gestrigen Angriff? Ah. Wir hatten nicht mehr genug Zeit, ein Schild zu aktivieren. Den Schützer. Wenigstens ist Mama, Herr und Isom nichts passiert. Das ist das Wichtigste. Das ist ja richtig Rollenspielcharakter hier. Mit NPCs, mit denen man quatschen kann. Hier geht's nicht rein, okay. Aber die Musik ist jetzt schon echt cool. Ich meine, die war am Anfang schon geil, aber das ist jetzt ja auch wieder. Ach, das ist einfach nur zu. Okay. M-Dist. Hey, ja, obwohl es Game. Halt doch mal die Füße still. Ist doch ein Rastafari. Du bringst dich noch um mit dieser Hektik. Ja, Mann. Hi, Hal. Hast du was für unseren Hovercraft? Was? Um unser Hovercraft aufzupeppen? Es war genau richtig, hier zu kommen. Wir haben, was ihr braucht. Einen brandneuen Speedcraft-Motor. Ja. Für nur eine kleine Perle gehört er dir. Ja gut, wir haben eine Perle. Lege deine Perle einfach in den Empfangsgerät. Nee, ja, das sagt man zu einer Frau nicht, Digga. Ich garantiere, du wirst einen großen Unterschied bemerken. Und wenn du mal Probleme hast, kann er einfach mit einem SOD repariert werden. Ja. Eine SOD? Schweizer Offiziersdrohnen? Die sind echt praktisch. Du kannst dir welche im Automaten direkt hinter dir ziehen, ja. Ich kann diesen Rastafari-Slang leider nicht, aber. So, wir brauchen den Motor, also hauen wir die Perle raus. Verkauft. Die Mamago-Werkstatt, ja, habt ihr schon. Isam, ein Speedcraft-Motor zu installieren. Ein Speedcraft-Motor. Kein Problem. Sind so ein bisschen wie die, wie heißen sie? Also, wie der Name hier, die Jungs. Die Brüder auf dem Schrottplatz hier, die. Ah. Ludolfs, die Ludolfs. Er drücken, um zu beschleunigen. Ja, die Perle sind wir los. Ach, guck mal, hier kann man. Ah, okay. Hier kann man die SODs kaufen. Schweizer Offiziersdrohnen. Ja, die Musik hat. Die ist echt cool, die hat echt Stil. Flugstabilisator. Ich habe ja früher eine ganze Menge Bob Marley gehört, ne? Was ist jetzt hier? Was war das denn? Benutzen. Ich wollte das benutzen. Konto-Identifizierung. Okay. Eine Büchse Kababs stellt die Lebensenergie vollständig wieder her. Ein Mega-Impulser erhöht die Energieanzeige des Schiffes um einen Schlüssel. 1500 Einheiten, nee, Leute. Wir müssen erstmal sparen, um überhaupt erstmal auch zu gucken, was man noch so braucht. Aber hier komme ich gerne wieder her, die Musik ist cool. Okay, hat nichts weiter zu sagen. Was hat Pops zu sagen? Dieser Mr. der Kalle, dann können wir zur rechten Zeit. Ja, ja, darauf ist sicher, das haben wir doch schon. Wir müssen unbedingt unser Konto auffüllen. Du sagst es, weißt du, Ming Zu verkauft in seinem Laden alle möglichen Detektoren für Tiere, Perlen. Die sind sicher eine große Hilfe. Im Radio sagen sie, es würde einen neuen Angriff geben. Lasst euch nicht überraschen! Danke, mein Freund! Alter, cool. Oh Gott, die Steuerung mit der Kamera hier ist irgendwie ganz schön. Bin ich da jetzt gegengefahren? Nee. Nö.
da ist sie. Ja, gut, dass du uns gewarnt hast. Die Bedoms, sie greifen an! Oh fuck, was ist da? Und jetzt. Oh! Yeah, jetzt geht das Rumgeballer hier los, oder was? Krass! Ich weiß nicht, auf welcher Taste es reparieren. Ich kann leider nicht gedrückt halten, ich muss immer eins drücken. Aber das Ding. Wir haben es gleich. Alter, was soll das überhaupt sein? Ja, haben wir gleich, haben wir. Jawoll! Was war das, Alter? Und eine Perle. Eine neue Perle. Die können wir gut gebrauchen, wenn wir wieder zu den Mamabos müssen. Wow. Oh, darf ich nicht gegen... Doch, achso, okay. Doms, die Schlange. Die Mamabos... Ja, habe ich schon. Ja, krass. Das kam irgendwie aus dem Nichts. So, jetzt kann man eine Mission machen, oder? Ja, ab zur Schwarzen Insel, wa? Dann haben wir noch? Haben wir einen Moment. Wie... Wow, was? Ein Schwarm blauer Skorpionsfische. Wetten, dass das Forschungszentrum interessiert. Und? Wie kann ich jetzt hier ein Foto machen? Ach, ganz normal. Ah, krass, okay. Sternbild. Ich brauche diesen Zoom. Wie war das? Ab 8 Fotos, glaube ich, ne? Was? Eine Nachricht? Miss Jade. Mr. de Castellac möchte Sie so bald wie möglich auf der Schwarzen Insel treffen. Es geht um viel Geld. Mit Geld versuchen sie einen immer zu locken hier, die Schweine, oder? Ich will jetzt aber diese schwarzen Delfine oder was war das fotografieren. Wow. Das Ding geht voll ab, Alter. Da geht's nicht weiter. Wo war jetzt? Warte mal, gucken wir mal, wie bei, hier, da, so. Mago, Schwarze Insel. Aber was ist mit der Stadt? Eigentlich würde ich auch ganz gerne mal in die Stadt, ne? Aber ich meine, gut, wir haben jetzt eine Mission. Was? Raskax? Xaraulus? Und man kann nicht mal was drauf erkennen. Wie die Skorpionsfische. Schwer zu fotografieren. Ja, trotzdem gemacht und man erkennt nichts. War das jetzt so ein Delfinfisch? Das weiß ich nicht. Ha? Ah, bereits fotografiert. Siehst du, also man kann sie nur einmal fotografieren. Okay, das ist ja mein... Immerhin etwas. Schwarze Insel, Schwarze Insel. Ach, jetzt springen die Viecher mich vor der Nase rum, oder was? Fabrik, Schwarze Insel. Die Sicht ändern. Na, mal gucken, ob wir da noch hinkommen. Doch, eigentlich schon. Genug Zeit. Oh, ist das ein Feind? Sie betreten eine gefährliche Zone. Bitte verlassen Sie das Gebiet zu Ihrem eigenen Schutz. Nicht wirklich ein herzlicher Empfang. Die Rhinos haben sicher etwas, um mit ihm fertig zu werden. Okay. Ja, ich habe auch nur eine Perle. Ich glaube, das nächste, was ich kaufen konnte, hat 3 gekostet, oder? Hauptkanal. Okay. Wie gesagt, ich kenne das Spiel nicht. Insel gleich noch mal. Südliches Tor. Einfach geradeaus. Wir gucken uns einfach mal so ein bisschen um. Das erinnert mich jetzt gerade an Jack and Dexter 2. Gehen wir geradeaus. Komisch. Also bin ich jetzt durch die Stadt und bin trotzdem an dem vorbei, oder was? Schwarze Insel. Fabrik. Schwarze Insel. Land in Sicht, Captain. Voll Karacho. Oh, ich habe eine Nachricht. Zeugen gesucht. Die Verräter des Iris-Netzwerks sind irgendwo auf Hillis gelandet. Hohe Belohnung für alle Informationen. Okay. Ups, haben wir da schon was auf der Karte direkt? Oder? Ach du Heilige, what the fuck? Na ja, gut, wir gehen jetzt erstmal zur Schwarzen Insel. Das will ich nochmal sehen hier. Schwarze Insel.
Oha. Ja, geil. Wupp, wupp, wupp. Bisschen schnell vielleicht. Das ist zu gefährlich. Was? Ich hab nichts gemacht. Guten Tag, ich bin die Jade. Ich mache hier Fotos. Hallo, Miss Jade. Mein Arbeitgeber, Mr. de Castellac, ist wie alle Hylianer an einem schnellen Ende des Krieges interessiert. Ja. Die Alpha-Abteilung behauptet, die Doms zu bekämpfen. Aber man sagt uns nicht die Wahrheit. Nee. Die Doms-Monster haben bereits jeden Winkel unseres Planeten infiltriert. Ja. Zwei Exemplare wurden unten in dieser Mine gesichtet. Wenn wir die Bevölkerung nicht warnen, wird sich ihre Anzahl radikal erhöhen. Mr. de Castellac ist bereit, eine sehr hohe Summe zu bezahlen, um Fotos von einem paar dieser Monster zu bekommen. Warum? Dies ist eine sehr riskante Mission und es steht Ihnen frei abzulehnen. Die Doms sind nicht unbedingt unsere Freunde. Sagen Sie Ihrem Boss, er bekommt das Foto. Ja, die zwei da unten, oder? Zwei Pterolymaxe. Nur bei diesen handelt es sich um Doms-Kreaturen. Wir wissen, dass sie auch an einer Aufstellung der hylianischen Fauna für das Forschungszentrum arbeiten. Aber Mr. de Castellac ist ausschließlich an den Doms-Pterolymaxen interessiert. Alter, was sollen diese Namen? Kann ich jetzt speichern? Fett. Ich will speichern. Also ich wollte gerade sagen, jetzt auf einmal geht das so schnell oder was? Hallo, Miss Jade. Nein, ah, nein. Hallo, Miss Jade. Nein, lass mich. Ich wollte doch speichern. Wieso labert er mich jetzt hier auf einmal mit seiner Mission voll, während er hinter mir steht? Nochmal. Ah, okay, sorry, das war ausgewählt, okay. Ja, Zugriff verfolgt, bitte, bla bla bla, ja, bitte, danke, vorziehen, ja, überschreiben, bla. Speichern war erfolgreich. So, hier, Typ, komm mal raus hier. Wieso kann ich eigentlich nicht, wow, wieso kann ich eigentlich nicht schlagen oder sowas? Hier von den Vögeln habe ich doch noch kein Foto, oder? Ich muss echt mal gucken, dass ich mir einen anderen Controller organisiere, der ein bisschen jünger noch ist. Klack. Sogar mehrere. Larus Albus. Seemöwen. Gut gemacht. Dafür gibt's 400 Ocken? Das sind stinknormale Viecher. Egal. So, dann wollen wir mal rein da, wa? Bin mal gespannt. Also es soll ja ein Action-Adventure sein. Guck mal, hier sind auch schon wieder Käfer oder sowas. Aber das sind, glaube ich, die ich schon mal hatte. Ja. Das allererste Viech, was ich wahrscheinlich fotografiert habe. Da oben ist irgendwas. Ey, diese Kameraeinstellungen sind auch immer sehr merkwürdig, finde ich. Tust du mir was? Nee, du brauchst nur ab. Weil mal hast du das hier so frei. Kannst du mal bitte da jetzt raufgehen, Dickerchen? Kein Problem. Okay, okay, danke. Also ich muss schon sagen, also wir werden seine Erdwürmer schon finden. Ich spiele das jetzt hier gerade über einen HD-Fernseher, über so einen kleinen, aber es sieht für ein 2003er-Spiel echt gut aus. Also so, dass eben diese Aufnahme, die Nahaufnahme von ihr, fand ich ganz ordentlich eigentlich. Was ist das Blaue hier? Kann man auch Pflanzen fotografieren? Nee, wa? Da ist eine kaputte Leiter. Hier ist ein... Ist das ein Knopf? Jake, kannst du bitte mal kommen? Nein. Ich habe was Wichtiges zu erzählen. Oh, Leute, er hat was Wichtiges zu erzählen. Dann geh doch mal hin. Irgendwelche Ideen? Jetzt ist wohl ein guter Moment, um dir meine neueste Erfindung zu zeigen. 2 Jahre Arbeit unter größter Geheimhaltung. Das Ergebnis der Arbeit meines Lebens. Meine kleinen Juwelen, die Jetboots. Sie laufen mit selbstgemachten Biotreibstoff. Hier ist die Tasche mit Druckmetall. Und in der Sohle sind die 2 Turboreaktoren. Um sie zu starten, musst du einfach den Hintern zusammenkneifen. Was? Das Transportmittel der Zukunft. Ich warte auf dein Signal, Jade.
Gott, Leute. Das machen wir in der nächsten Folge, weil diese ist leider schon wieder zu Ende. Und dann ist ein kneifen wir die Arschbacken zusammen. Bis dahin können wir schon selbstgemachten Biotreibstoff sammeln. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, würden wir uns sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und natürlich auch, wenn ihr uns ein Abo dalasst, falls ihr das noch nicht gemacht haben solltet. Außerdem findet ihr uns auf Google+, Facebook und Twitter, wo ihr noch mehr Infos bekommt und immer auf dem neuesten Stand bleibt.